Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal aus Raft. Einen wunderschönen guten Tag, Mittag wünsche ich euch. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einmal das Spiel Raft, und zwar ist jetzt eine neue Season rausgekommen. Und ja, wenn ihr jetzt das Spiel auch kaufen wollt oder haben wollt, könnt ihr das gerne über meinen Link von Instant Game machen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. So, jetzt müssen wir eben ein paar Sachen sammeln beziehungsweise fischen, und ja, so können wir uns dann das Floß erweitern. Und ja, dann müssen wir eben auf den Hai aufpassen, damit er uns nicht frisst beziehungsweise unser Floß nicht zerstört. Und ja, wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt eure Meinung in die Kommentare, und dann schaue ich mir das an und gehe auf eure Wünsche ein. So, nicht so einfach mit der Steuerung da. So, dann schauen wir mal, damit wir da so schnell wie möglich bloß vergrößern. Jo. Oh, ein Holz. Die Fässer sind eben sehr wichtig, weil da sind viele Rohstoffe drin. Ah, da kommt schon der Hai. Da ist Plastik. Das brauchen wir auch. Ohne Plastik, ohne Holz wird nichts. Ah, da sehe ich schon den Hai. Dann schauen wir einmal, mit der Tab-Taste können wir das Menü. Ah, da brauchen wir noch Seile, dafür brauchen wir noch. Ah, da kommen sie ja schon, die Platteln da. Oder besser gesagt, die Palmblätter. Kann es eigentlich schon losgehen? Müssen wir schauen, damit wir nicht verdursten. Oh. Und ja, schreibt es einmal gerne in die Kommentare, auf was wir gehen sollen. Ja, was wir machen sollen. Dann gehe auf eure Wünsche ein. Brauchen wir noch ein bisschen? Ja. Hey, ich hab's so gewischt. Naja. Jo, so geht's eben dahin. Und ich schon die erste Insel. Aber da müssen wir erst einmal hinkommen. Eh können wir, wenn es weit genug am Floß ist, können wir es auch so aufsammeln, ohne dem Fischer-Dings da. Ja, es funktioniert auch. Ja, ich feiere auch die Hintergrundmusik von dem Pool. Ah, da kommen da jetzt genug so. Ah, da waren sie jetzt wohl so. Ah, das Seil ist eindeutig immer zu kurz, wenn was Geiles kommt. Ja, wenn ihr gern mitspielen wollt einmal, dann müsst ihr mindestens 17 Jahre alt sein. Könnt es gerne in die Kommentare schreiben, und dann kommt einmal auf meinen Discord, und dann können wir aber gerne zusammen zocken. Weil zu zweit macht es immer gern Spaß. Was ist das? Ah.
Dann müssen wir kurz einmal. Guckt. Auch mal da noch Palmblätter. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, weil du uns daheim nicht erwischt. So. So. Bleiben wir einmal da. Dann schauen wir einmal da oben. Zu den Sachen, ob es sowas gibt. Da müssen wir eben sammeln da machen. Aber ich habe jetzt noch keine Axt. Erstmal. Und dann können wir auch die Bäume da fällen, beziehungsweise die Palme. Und mal Holz. Oh. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück zu unserem Floß. Wo ist denn jetzt unser Floß hin? Ah, da vorne ist es. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen, wenn man allein ist. Aber das hilft ja nichts, wenn ich allein bin. Auf dem Weg zu unserem Floß kann man natürlich wieder ein paar Sachen sammeln. Holz, Palmblätter, Kunststoff und so weiter. So. Das passt. Oh. Trotz wird's gerade erschreckt. Ich bin auf einmal vor dir da heiß. Aber naja. Oh. Jetzt können wir dann unser Floß ein bisschen erweitern. Ah, der Hai ist da. Ja, ich habe jetzt noch keinen Speer, sonst gehen. Leiding. Ah, jetzt, genau, jetzt ist er weg. So, jetzt bauen wir da noch ein Hammer. Dann haben wir schon ein bisschen was gebaut. Oh, dann müssen wir da wieder ein bisschen weiter fischen. Jo. Wo geht's dahin? Wo entsteht Stück für Stück unser Floß? Ah, das war daneben. Bauen wir denn für den Kunststoffbaum?
Oh, die können wir da aufhören. Das brauchen wir mal auf jeden Fall. Holz und Kunststoff. Ah. Ist gar nicht so einfach da mit dem Fischen von dem ganzen Tag gestern. Aber naja. Jetzt komm schon. Dann nochmal das wieder. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Mittwoch um 12 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.